So, herzlich willkommen zum Podcast von Sven Heidenreich. Und das ist hier die Folge Nummer 266. Ich stecke mir das Gerät jetzt wieder an das T-Shirt ran, denn ich habe noch einiges zu tun. Ich muss nämlich erstens die Katzen füttern. Die brauchen heute Trockenfutter. Ich hoffe, dass das Gerät sich nicht... Ja, es bewegt sich ein bisschen hier am T-Shirt, aber wie gesagt, ist halt leider so. Ja, so ist es. Hier sitzt mein Blackie. Ja, jetzt mal gucken, wo die ganzen Schüsseln sind. Wo meine Katzen sie hingelegt haben, hingestellt haben, wie auch immer. Na, wo sind die Schüsseln? Das ist nicht immer... Aha, wir haben jetzt Mäuschen von der Katze. Zum Wohl. So. Na, mal gucken. Finden wir schon. Lass mal gucken. Erstmal müssen wir Mieses Schüssel finden. Wer weiß, wo die wieder ist. Ja, ansonsten geht es mir gut. 266 haben wir. 266 die Folge. Ja. Nein, mein Dicker, was sagst du dazu, dass wir jetzt die Folge 266 haben? Ja, die Zeit vergeht, kann ich dazu nur sagen. Naja, gut. Vielleicht brauchen sie auch heute kein Futter, wenn ich die Schüssel nicht finde. Aber sie haben ja auch genug gefressen. Gestern, ne? Dicker, du hast genug gefressen, ne? Ja. Genau. Ich kann auch heute mal auf Futter verzichten. Ist ja auch nicht schlimm. Wo ich jetzt hier die Schüssel nicht finde, weil sie irgendwo in irgendeiner Ecke ist. Ist immer blöd. Die Schüsseln müssten irgendwie so. Ja, es ist halt immer blöd, wenn die Katzen mit den Schüsseln spielen und sie dann irgendwo hin tun, sodass ich sie nicht mehr wiederfinde. Aber so sind Katzen halt. So, ich habe erstmal noch die Hausschuhe angezogen. Ja. Das T-Shirt, wie gesagt, Gerät ist mal wieder am T-Shirt dran. Ja, hält nicht ganz so gut wie bei einem Pullover. Aber gut. Ja. Irgendwie klappt es ja doch. Gut, dann werde ich jetzt meine letzten Reste von den Buletten essen. Denn das muss ja auch mal irgendwann gegessen werden. Ja. Gut, machen wir das Gerät wieder ab. Das ist mir zu wackelig am T-Shirt. Ja, das ist, glaube ich, mit dem Pullover besser. Ja, ich habe es aber auch noch in der Tasche drin. USB habe ich rausgezogen, damit die Mikros besser rausgucken. Und die Klappe der Tasche, also die habe ich schon nach hinten geklappt. Sodass, ja, kann ich das Gerät nämlich so hinstellen. So, Gerät vielleicht noch ein bisschen rausgucken lassen. So, so geht es natürlich auch. Na gut, dann machen wir mal die Buletten. Vielmehr das Hackfleisch, was ich noch habe. Ja, ich habe wunderschöne Träume gehabt, die ich euch gleich erzählen werde. Du gehst runter. Ab. So. Gut, mal gucken, wie viel wir da drin haben. Naja. Ob sich das jetzt lohnt. Naja, ich mache ein bisschen Ketchup über. Das sind so Reste von den Buletten. Ja, ich habe zwei schöne Träume gehabt, die ich euch gleich erzählen möchte. Träume, die wirklich mal wieder super waren. Und vor allen Dingen, ich habe wieder mal wirkliches in
Träumen eingebaut. Das klappt ja nicht immer, aber manchmal klappt es. Ja, das erzähle ich euch aber gleich, wenn ich sitze und den Rest hier esse. Wenn mich der Kater hier nicht... Naja, ist auch egal. Wir nehmen jetzt hier ein bisschen Ketchup und machen da ein bisschen Ketchup drüber, sofern auch noch was rauskommt. Ja, schönes Geräusch. Du, gehst du mal runter. Ab, ab. Ja, das ist nämlich nichts für meinen Kater hier. Guck ich nicht mit dir raus, glaube ich. Naja, gut. Klopfen vielleicht. Ich mache ja dann was raus. Ja, ein bisschen vielleicht. Ja, ein bisschen ist rausgekommen. Liter. Also immer noch ein bisschen warten. Ein bisschen klopfen. Dann passiert da vielleicht noch ein bisschen was. Naja, gut. Nicht sehr viel. Egal, essen wir es halt so. Gut. Ich werde mir wahrscheinlich auch noch einen Kaffee machen, mal gucken. Aber erstmal essen wir diese. Na, gehst du da ab, runter! So. Ja, der erste Traum war, dass mein Kumpel Holger in Manchnow aufgetaucht ist. Ja. Aber mehr ist nicht passiert in dem Traum. Einfach nur, dass er plötzlich da war und ich mich gewundert habe. Ja. Der zweite Traum war etwas umfangreicher. Also, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ja, wie ihr wisst, immer noch Baustelle bei mir auf Arbeit. Ich meine auch nicht bei mir auf Arbeit, in der Wohnung. Oder vielmehr am Haus. Und so wie auch heute. Und es wurde gebohrt und alles. Und ja, ich bin irgendwie dabei eingeschlafen. Und habe plötzlich geträumt, dass ich selber auf dieser Baustelle stehe. Also ich stand plötzlich auf diesem Gerüst. So Quatsch, aber egal, im Traum geht ja alles. Und sollte dann irgendwie Sachen hinreichen oder irgendwie sowas. Naja, und dann habe ich das halt auch gemacht und dann hieß es irgendwann Feierabend und ja, aber trotzdem wurde noch ein bisschen weitergearbeitet und auf einmal hieß es dann, ja, die Chefin von dieser Baufirma, was nachher keine Baufirma war, aber das kommt später, habe ich mitbekommen, hieß Mandy. So. Und meine Alarmglocken schillerten natürlich. Mandy, Moment, was geht denn hier ab? Baustelle? Naja, ich natürlich gleich wieder an die Königshofen-Sache gedacht und dachte, na, was geht denn hier ab? Ist das hier irgendwie ein Ich sie gefragt, sag mal, du heißt Mandy? Hast du eine Schwester, die Nancy heißt? Ja, und dann kam halt raus, das Ganze war ein Fake. Der Bau natürlich nicht, aber ja, die haben sich irgendwie mit der Baufirma abgesprochen und ja, gab sich Mandy zu erkennen. Ja, ich bin's so. Ich so, ja, was ist mit dieser Baufirma und dieser Chefin und so? Ja, die gibt's zwar wirklich, aber ich so, Moment, wenn du Mandy bist, dann ist diese angebliche Baufirma wohl die ganze Königshofen-Crew. Ja, und auf einmal haben die dann alle so eine Art Applaus gestartet, dann lief plötzlich das Lied, ne? Komm nach Königshofen, komm nach Bad Königshofen. Und ich habe die dann alle so wiedergesehen und ja, jeder hat so sein Erkennungszeichen gegeben. Ne?
Also alle waren so da. Jennifer, Robert, Dirk, Kerstin, Jasmin, alle. Also bei Robert auch. Und dann sind wir losgelaufen. Durch Manschnow. Und irgendwann haben wir dann so gedacht, scheiße, hier ist ja gar nichts los. Naja, komm, gehen wir wieder zurück. Naja. Und die Mandy wollte mich natürlich wieder führen, wie damals. Und ja, ich mit ihr wieder Händchen haltend durch die Straßen, so wie damals in Königshofen, bloß diesmal war es Manschnow, ne? Und ja. Mandy hatte dann auch einen Ring am Finger und dann habe ich sie gefragt, ist das ein Verlobungsring oder sowas? Und sie so, nö, das ist einfach nur so ein Freundschaftsring von der Freundin und so und bla bla bla. Und naja, verloben würde ich mich ja eigentlich nicht. Naja gut, vielleicht gibt es ja Ausnahmen, hat sie dann gesagt. Und dann, ja, haben wir uns geküsst. Ja, das war der zweite Traum. Und was soll ich sagen? Also diese Wiedersehensträume sind ja immer noch die besten Träume, die man haben kann. Ja, so war das. Aber mit diesem Bau, auf diesem Baugerüst, also das war schon geil, also ich würde da ja nicht raufklettern auf sowas. Aber ich finde es schon mal geil, aber letztendlich habe ich das ja nur eingebaut, weil die wirklich hier gebohrt haben, ne? Also draußen oder weiß ich wo. Und das habe ich halt so in meinem Traum eingebaut. Ja, so ist das. So ist das, wenn Wirklichkeit und Traum verschmelzen. Ne? Das ist immer wieder eine spannende Sache. So. Ich bin jetzt fertig mit diesen Resten von den Buletten. War auch ein bisschen Ketchup, weil jetzt werde ich noch alles auswaschen. Ist ja logisch. Also meine, ja. Ja, das war also wirklich wieder mal ein Traum vom Feinsten. Schüssel noch oben sein, schätze ich mal. Naja, gut. Na, kann ich euch ja doch trocken verlegen. Aber dann suche ich jetzt nochmal die dritte Schüssel für euch. Na gut, mache ich jetzt mal das gute Diktiergerät an meine Jockey-Hose. Meine Mutter sagt immer Jockey-Hose und ich sage das jetzt ab heute auch. Nein, natürlich nicht, aber ich finde den Begriff Jockey-Hose total lustig. So, er ist jetzt also, das Diktiergerät ist jetzt also an meiner Jockey-Hose mit meiner Jockey-Hose beschäftigt. Jetzt suche ich mal nach der dritten Schüssel. Da ist sie. Sie steht hier. Mann, alles auf einen Haufen heute.
Das ist gut. Und da meckert auch schon jemand. Wollen wir mal doch den Katzen Trockenfutter geben. Trockenfutter. Ja, ja. Also ihr hört jetzt live, wie ich den Katzen Trockenfutter gebe. Ja, ja. Ist klar, dass du maust. Aber ich muss ja erstmal zum Trockenfutter hin. Ist doch logisch. Trockenfutter ist im Schrank. So. Ja, Mizi, du kriegst auch was. Die Hacker. Wenn ich nach oben gehe, na sag mal. Bist du bescheuert? So. Wie fangen wir denn jetzt an? Ich muss mal gucken, wo genau das Trockenfutter nochmal war. Denn, aha, ich hab's schon gefunden. So, machen wir mal Folgendes. Beginnen tun wir mal mit der ersten Schüssel. Und zwar die Schüssel für, also egal wem. Erstmal ein bisschen voll machen hier. Zwei Händchen voll. So. Wartet, ich mach's mal etwas schlau. Damit er nicht langkommt, der Gute. So, naja, ich bin ja nicht blöd. Na, gehst du da weg. Erst machen wir die Schüsseln voll, Digga. Schüssel Nummer 2. So. Jetzt kommt die zweite Schüssel. Na gut. Da ist nicht. Bin ja nicht blöd. So. Nein, nein, nein. Nein. Gehst du weg. Erst die Schüsseln voll. Und dann. Was für ein Fresssack ist das, ey? Nein. So. Okay. Na, gehst du da weg? Also. Gut. Okay. Geht ja gleich los. Hier haben wir die drei Schüsseln. So. Fangen wir mal an mit Blacky. Ja? Erst Blacky. Ja, geht los. Blacky bekommt jetzt sein Fresschen. Ja, Dicker, geht doch los. Du kriegst ja dein Trockenfutter. So, ja, ja. Ich weiß, dass du unbedingt Trockenfutter willst, also kriegst du das jetzt auch. Ohne Widerreden. So, hier, bitteschön. Ein bisschen wieder weg hier. So. Als nächstes. Das klingt aber auch schon so auf 180, das Gerät. So. Mieze, komm! Ja, da läuft der Mieze schon. Mach mal kurz zu. Guck mal, was Herrchen hier hat, Mieze. Jetzt wieder auf die Ablage. Ne? Ja, alles gut. Ist ja gut. Gut, dahin wieder, genau. Hier hin. So. Das wäre geschafft. Jetzt kommen wir ja noch dran. Ein bisschen runterschieben, so. Okay, jetzt ist Mia noch dran. Mia bekommt ihr Fressen auf den Schrank. Ich weiß, das klingt jetzt alles ein bisschen merkwürdig, aber hehehe.
So. Was denn? Hast du Hunger? Ja? Herrchen, ich muss jetzt. Ja, ja. Mit Schüssel aufsteigen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht hinfalle. Oder vom. Ja, Dicker, geht ja los. Ja, warte, Herrchen, schieb mal ein bisschen. So. So. Geschafft. Katzen fressen. Ist das nicht schön? So, Leute von heute. Das war also jetzt das Katzen-Trockenfutter fressen. Ich habe nämlich die Schüsseln alle doch noch gefunden. So, jetzt werden wir uns noch einen Kaffee machen. Ja, und ich kann mich ja noch mal zu der zum Apple-Event äußern. Also, neues iPhone, neues iPad, neue Apfeluhr, Apple Watch. Ja, also ich muss sagen, der Knaller war es jetzt nicht, für mich persönlich jetzt. Also klar, wenn man sehen kann und die Kamera und die neuen Funktionen und so, alles gut. Aber für mich persönlich waren das jetzt keine Knallerfunktionen. Also auch das iPhone 13, ich habe jetzt keine Features gehört, wo ich jetzt sagen würde, boah, ich muss von meinem iPhone 10 jetzt, also von meinem iPhone 10 S Max jetzt wechseln auf das iPhone 13. Ich meine, das kann ich ja sowieso nicht, aber jetzt mal gedanklich so. Ne? Und muss ich sagen, also da ist jetzt nichts bei gewesen, wo ich jetzt sage. Also ich glaube, das hat immer noch Lightning Port. So viel habe ich jedenfalls verstanden. Ist also noch kein USB-C. Ich weiß gar nicht, warum die alle immer so auf USB-C fahren. Also ich meine, gut, wenn man einen Standard-Ladeanschluss hat, dann ist es ja schön und gut. Finde ich auch irgendwo richtig. Aber dann muss ja auch das ganze Zubehör, was man heutzutage hat, entweder neu gemacht werden oder man muss die Möglichkeit machen, dass man zum Beispiel das Shure-Mikrofon, das MV88, ja ebenfalls mit einem USB-Adapter, weil wäre schade drum, dann müsste man ja ein neues Mikrofon kaufen. Also von daher ist, ja, also wie gesagt, aber bis jetzt haben sie ja wohl noch ein Lightning drin. Und ja, das kantige Design ist auch immer noch wie beim iPhone 12. Gut, habe ich jetzt nicht so viel Ahnung, ich habe ja das iPhone 10 S Max und von daher kann ich da nicht so mitreden. Aber sonst muss ich sagen, war da nichts, kein Knaller dabei. Also die Apple Watch Series 7, ja gut, ein bisschen größer geworden. Vielleicht ein paar Features, auf die ich jetzt nicht so, also die ich jetzt nicht so gehört habe. Ich habe mir aber auch nicht jedes Video angehört von der Apple-Veranstaltung, weil ich mir gesagt habe, gut, wenn jetzt da kein super Highlight bei ist, ja, sage ich jetzt mal. Und das war es auch wirklich nicht. Also das einzige Highlight ist vielleicht iOS 15, wobei ich da auch schon sage, naja gut, mal gucken, was für uns für Funktionen sind. Also die Funktionen, die ich mir wünschen würde, die kommen ja nicht. Also mein Wunsch wäre es, wenn man mit der Sprachmemo-App endlich mal in Stereo aufnehmen kann, und zwar mit den Mikrofonen vom iPhone. Wenn man in der Sprachmemo auch endlich mal die Mikrofone wählen kann, sodass man auch wirklich, wenn man schon verlustfrei mit der Sprachmemo-App aufnehmen kann, dann wäre es auch schön, wirklich eine schöne Stereoaufnahme damit zu machen, ohne externes Mikrofon. Ja, weil Apple hat gute Mikrofone drin eigentlich. Gut, sie werden halt nicht wirklich so genutzt, habe ich immer den Eindruck. Also entweder ist da eine Geräuschunterdrückung drin, wenn man ein Stereo aufnimmt, oder ja, also man nutzt nicht das volle Potenzial der Apple-Mikrofone. Und ich glaube, dass man aus diesen drei Mikrofonen, die da drin sind, ne, und das, ich kenne auch keine App, wo man wirklich mit allen drei Mikrofonen gleichzeitig aufnehmen kann. Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Das wäre doch ideal. Da hätte man rechts, links, Mitte. Perfekt, wie beim Olympus. Also das finde ich immer noch ein bisschen schade, dass das Apple nicht hinkriegt oder nicht hinkriegen will. Ja, also das sind immer so Features, wo ich so denke, Mann, warum kommt sowas nicht? Ja.
Aber gut, wir können uns das natürlich nicht aussuchen. Aber so die Knallerveranstaltung oder der Knaller kam nicht raus, meiner Meinung nach. Also vielleicht das iPad Mini. Okay, das ist, wenn man jetzt ein iPad-Nutzer ist und davon ein bisschen mehr profitiert, dann okay. Aber auf der anderen Seite, ich habe nun mal kein iPad, ich habe auch keine Apple Watch. Also mich hat letztendlich nur das iPhone interessiert, wobei ich mir ja momentan auch kein neues iPhone leisten will und kann. Und ich bin ja zufrieden mit meinem iPhone 10S Max. Also es läuft einfach. Von daher ist es doch okay, ja. Also mehr brauche ich nicht. Da müsste jetzt schon ein super Feature kommen irgendwie, dass ich sage, oh, wäre schön, wenn ich wechseln könnte oder so. Aber ja, die Preise sind auch so ziemlich geblieben, ne? Also ja, nichts irgendwie Neues jetzt, sage ich jetzt mal. Jetzt gibt es halt ein iPhone 12 Mini und ein iPhone 13 Mini. Also gut, was kauft man sich jetzt, ne? Also das ist halt wieder so. Ich habe so langsam das Gefühl, also auch im Smartphone-Sektor gehen die Leute, geht denen langsam so die Features aus. Also vor allen Dingen Features, die für alle gut wären. Man versucht jetzt immer nur so Kleinigkeiten wie die Kamera und überall Nachtmodus bei jeder Kamera. Aber so, sagen wir jetzt so allgemeine Handy-Features, wo man jetzt wirklich sagt, boah, geil oder so, ne? Ja, 5G wurde verbessert, ja, in Deutschland kann man kaum 5G empfangen, also das sind immer so Sachen, wo ich so denke, ja, ihr verbessert Sachen, die noch gar nicht innen sind. Vielleicht in Amerika, okay, aber ja, das ist immer ein bisschen nervenfällig. Also momentan ist so ein kleiner Stillstand, habe ich das Gefühl, zumindest für die Masse. Dass natürlich der Einzelne, der, es gibt in der Kamera halt so einen Cinema-Modus irgendwie, ja gut. Ich weiß nicht, was ich von dem allen immer halten soll. Also, ich finde das alles immer ziemlich, ja, ziemlich schwierig. Zumal, ja, man möchte einfach auch mal wieder Veränderungen haben, die so allgemein sind, wo halt jeder was von hat. Ja, ob blind, ob sehend, ne? Also einfach mal so, weiß ich nicht. Gut, vielleicht kommt es ja noch. Ich meine, wenn jetzt jemand das hat, vielleicht sagen sie ja noch, dass das iPhone 13 irgendwie bessere Lautsprecher hat. Oder vielleicht statt zwei Lautsprecher, vier Lautsprecher. Also sowas zum Beispiel wäre ein Feature, wo jeder was von hätte. Ne? Oder endlich mal eine bessere Stereoaufnahme mit den internen Mikrofonen. Ne? Und zwar ohne Geräuschunterdrückung und sowas. Ja, also wirklich Mikrofone, dass die mal wirklich alles ausschöpfen. Ja, am besten mit allen dreien gleichzeitig, dass man wirklich mal das iPhone vollkommen ausschöpfen kann. Per Aufnahme. Ne? Ja, aber gut. Das war die Apple-Veranstaltung. Also wie gesagt, der Knaller war nicht dabei, muss ich sagen. Also schade. Ja, aber gut, es ist halt, wenn man jedes Jahr ein iPhone präsentiert. Ich meine, ich bin auch dann manchmal der Meinung, warum macht Apple nicht einfach mal ein Jahr Pause und stellt dann mal was richtig Neues vor. Ne? Sowas, was wirklich völlig revolutionär ist. Ja? Ich meine, warum haben die immer diesen blöden Jahresrhythmus? Ja, das ist, ich meine, jetzt gibt es ein iPhone 12, ein iPhone 13, ein iPhone, die sind sich alle ziemlich ähnlich, außer ein paar Features. Wie soll sich denn der Kunde noch entscheiden letztendlich, ja? Also das ist einfach, ich verstehe es nicht so ganz. Dann würde ich doch mal lieber ein Jahr Pause machen, würde sagen, okay, im nächsten Jahr machen wir mal gar nichts und im Jahr darauf hauen wir mal den Knaller raus. Ja, also das würde ich einfach begrüßen. Aber gut, ich entscheide das ja nicht. Es ist Apple und Apple hat diesen Jahresrhythmus halt drauf. Und es ist natürlich klar, dass man, wenn man diesen Jahresrhythmus hat, nicht jedes Mal super Features einbauen kann, weil das schaffen die ja gar nicht. Und jetzt ist ja auch Corona immer dazwischen gewesen und naja, es ist alles nicht so einfach. Trotzdem, sie haben einfach genug Geld und ich bin auch der Meinung, so eine Firma wie Apple sollte das iPhone selbst bauen. Also ich verstehe nicht, warum da immer noch andere Firmen drin sind und immer diese Kooperationen. Ich meine, sie reden immer von the best und bla 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 und müssen sich letztendlich auf andere Firmen beruhen. Das finde ich auch ein bisschen unfair, ja.
Also wenn ich dann so Sätze höre wie das beste Smartphone der Welt und so eine Geschichten, womit sich Apple ja immer so ein bisschen, ne, oder auch den besten Prozessor, den besten Chip der Welt und so, da sage ich mir mal, Leute, Apple, wenn ihr die anderen alle nicht hättet, die ganzen Zulieferer und so, ja, dann würdet ihr genauso alt aussehen. Gut, jetzt versuchen sie ja schon beim Mac den Prozessor selbst zu machen auch. Oder haben sie ja schon, aber auch die ganzen Kleinteile, ne? Ich meine Bildschirm und alles. Und das kommt ja auch von anderen Firmen und ja. Letztendlich, das finde ich immer ein bisschen blöd, wenn die dann so mit ihren Sachen protzen, ne? The best Smartphone of the world und so. Ne? Ich meine, sowas würde ich mich gar nicht trauen zu sagen. Also, ich bin der Meinung, es gibt kein bestes Smartphone der Welt oder den besten Prozessor der Welt. Ich meine, es wird halt immer weiterentwickelt alles und fertig. Und einer will den anderen übertreffen. Letztendlich ist der Angearschte immer der Kunde, weil der Kunde nämlich immer so viel zahlen muss. Ne? Also insofern. Ich meine, das beste Handy für mich der Welt wäre neue Technik, super Features und ja, und angenehmer Preis. Ne? Das wäre für mich das beste Handy der Welt. Gut, würde sich natürlich für keine Firma lohnen, aber ich sag mal, für über 1000 Euro ein iPhone und ja, aber das iPhone 13 Pro Max, das hat 1 Terabyte. Also das ist die einzige Funktion, die ich wirklich wieder interessant finde. 1 Terabyte Speicher. Ja, also das ist schon also interner Speicher. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Arbeitsspeicher, aber auf jeden Fall 1 Terabyte interner Speicher. Das ist natürlich schon Wahnsinn, ne? Klar, jetzt höre ich wieder die Leute sagen, ja, ich brauche ja nicht so viel Speicher. Ich hole mir lieber die 100 noch was Variante oder die 200 noch was Variante. Das reicht mir. Wo ich dann sage, ja Leute, ist alles schön und gut, aber was ist denn, wenn ihr mal ein Internetproblem habt und ihr nicht mehr an die ganzen Clouds rankommt? Dann ist es doch geil, wenn ich so ein iPhone mit so einem großen Speicher habe. Ja. Und wenn ich dann die Sachen trotzdem noch irgendwie auf den Computer ziehen kann oder auf Sticks speichern kann oder auf Speicherkarten. Ja. Also ich finde diesen großen Speicher gut. Natürlich ist das iPhone dann teurer. Klar. Aber ich finde immer diese Sparflamme, die so viele haben. Ne? Ich meine, gut, wenn jetzt jemand wirklich das Geld nicht übrig hat, das ist eine andere Geschichte. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, naja, ich habe nicht so viel Geld und ich kann mir gerade mal so ein SE20 leisten für 400 Euro, das ist was anderes. Ja, das ist ja ein praktischer Gedanke. Aber es gibt ja so Leute, die haben trotzdem das ganze Geld, letztendlich sagen aber, ach nee, ich brauche nur 100 noch was Speicherplatz. Du weißt aber dann, diese Leute haben irgendwie. Können sich es aber leisten, ne? Das ist halt immer das. Dann holen sie sich doch immer den kleinen Speicher. Und dann irgendwann meckern sie dann, ach Mann, mein iPhone-Speicher, ich muss schon wieder Fotos löschen. Naja. Ich finde, man muss immer überlegen, wie viel Geld hat man zur Verfügung? Was kann man sich leisten? Und was ist wirklich nützlich? Und ich denke mal, alles in irgendwelchen Clouds ablegen und so, das ist einfach. Weiß ich nicht. Das wäre mir einfach zu unsicher. Also, was ist, wenn das Internet mal nicht funktioniert? Da kommst du nicht an deine Cloud ran. Ja, also das ist schon. Und letztendlich musst du es dann doch wieder offline speichern. Also ist es doch gut, Speicherplatz zu haben. Ja, so denke ich darüber. Also ich würde mir immer ein iPhone mit großem Speicher holen, sei es über Vertrag, wenn es wieder geht, also bei mir, wenn die Insolvenz vorbei ist, sei es, ich habe das Geld natürlich bar auch nicht, also ich kann auch keine 1000 noch was ausgeben für ein iPhone, würde ich auch nicht machen. Also ich würde sowas immer über Vertrag holen, ja, generell. Erstens, weil ich dann noch die Möglichkeit habe, irgendein Zubehör noch dazu zu holen oder so. Und zweitens, ja, wie ich schon sagte, ich meine 1600 oder so, ich meine, mit dem Geld kann ich viel mehr machen, als sich ein iPhone kaufen. Also da würde ich lieber über Vertrag das machen, wo man dann irgendwie 1 Euro bezahlt und dann das Handy so langsam abbezahlt. Das dauert zwar eine Weile, aber auf der anderen Seite, ja, man hat es gleich, kann es benutzen und man hat noch sein Geld zur Verfügung. Ne?
Muss dann halt eine Rate zahlen. Ja, gut. Aber das ist mir immer noch lieber als 1600 oder 1500 Euro auf einmal auszugeben, die ich sowieso nicht habe. Ja. Wenn ich sie hätte, wäre es was anderes, dann würde ich auch nicht überlegen. Ne? Aber ja, also ich wäre immer für ein Flaggschiff und weil man davon einfach viel länger was hat. Ne? Was bringt denn das, wenn ich mir jetzt das iPhone SE 20 holen würde, was jetzt schon wieder ein Jahr alt ist? Ja, muss man einfach dazu sagen. Ja, das ist jetzt schon wieder ein Jahr alt. Ne? Also das heißt, ein Jahr weniger Updates. Da haben wir es doch schon wieder. Und da hole ich mir doch lieber ein richtig gutes, was gerade rausgekommen ist und weiß, ich habe die ganze Zeit die Updates. Ja. Wenn ich das Geld natürlich habe. Ne? Wenn ich es nicht habe, dann, wenn ich nur 400 Euro habe oder 500 Euro, dann kann ich mir natürlich nur ein SE20 holen, ist klar. Ne? Das geht da nicht anders. Aber gut, das muss auch jeder selber für sich entscheiden. Ich jedenfalls würde immer zu den Macs greifen, weil einfach erstens halten die Akkus am längsten von den iPhone Macs, Pro Max Geräten und deswegen, schon deswegen, ja, würde ich immer zu einem großen iPhone. Und klar, wenn man natürlich kleine Hände hat, dann geht das natürlich nicht. Ja, dann braucht man halt ein kleineres iPhone. Das ist wieder was anderes. Aber ich finde es mal lustig, wenn die Leute sich so ein älteres iPhone oder so ein was holen und dann sich beschweren irgendwann, ach scheiße, mein Akku geht nicht mehr. Oder wo ich dann so denke, ja, hättest du mal ein aktuelleres gekauft, dann hättest du die Probleme jetzt erstmal nicht. Ne? Oder mit dem Speicher, wo sie dann immer sagen, ja, scheiße, ich muss wieder was löschen. Ich sage, ja, dann holt euch einen größeren, dann holt euch ein iPhone mit einem größeren Speicher. Habt ihr die Probleme nicht? Müsst ihr halt 200 Euro mehr ausgeben. Wenn ihr die nicht habt, okay, das ist eine andere Geschichte. Ja? Geht mir ja genauso. Ich meine, ich hätte das Geld ja auch nicht, wenn ich jetzt. Ja, also, aber das ist halt immer so eine Sache, ne? Aber als Haupt-iPhone ist schon ganz gut, wenn man viel Speicher hat, sodass einem auch nichts passieren kann, dass man zur Not das ein oder andere wirklich offline speichern kann. Und gerade wenn man so viele Aufnahmen macht wie ich oder es gibt Leute, die machen 4K-Videos oder so. Ja, stellt euch mal vor, diese Leute würden zu kleinen Speicher haben und jetzt gibt es da gibt es ja jetzt auch eine neue Funktion wieder. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Kamerafunktion, das soll später ausgerollt werden, wo noch mehr Daten verbraucht werden. Also da braucht man dann schon die 1 TB. Und das sind alles so Features, das will man ja auch alles machen. Ne? Und wenn man dann natürlich eingegrenzt wird durch den Speicherplatz, ist natürlich nicht so schön. Naja, aber das ist alles eine Ansichtssache. Jeder macht letztendlich ja auch, wie er es für richtig hält. Und was ich so komisch finde, ist halt dieser SE-Wahn bei den Blinden. Also die Blinden alle mit ihrem iPhone SE. Das war ja schon bei dem, das war ja schon bei den SE 2016 so, dass jeder gottverdammte Blinde sich ein iPhone SE gekauft hat, wo ich mir so manchmal gedacht habe, mein Gott, also. Ich meine, es ist schön günstig, ja, aber es ist so, weiß ich nicht. Da kommt halt auch nicht jedes Jahr Neues raus. Und man weiß halt nicht, wie lange die Updates noch wirklich hinhauen und wie lange das so schnell bleibt. Und also ich bin halt, wie gesagt, ich bin da anders. Ich bin da lieber für ein Flaggschiff. Wo einfach die Technik ja, ein bisschen aktueller ist, sage ich jetzt mal. Ja, und das ist, ja, und dann kommt ein Jahr später wieder eins raus und dann weiß man halt, okay, aber so das SE würde ich mir halt nur kaufen, wenn es halt, also das würde ich verstehen, wenn so ein SE 200 Euro kosten würde. Ja, dann würde ich sagen, geil, das ist ein Schnäppchen. 200 Euro, kaufst du dir so ein SE, hast einigermaßen die neuesten Features drin, na? Und so, aber ich meine, für 400 oder 500 Euro. Kriegst du ja schon Mini, glaube ich, oder 600 Euro, ich weiß es nicht, ich habe jetzt die Preise auch nicht so im Kopf.
Aber das ist immer so, dieses, ja, das ist so in und das kaufen alle. Und gerade bei den Blinden habe ich immer das Gefühl, die hören das Wort SE und dann geht's los. Ne? Also, wo ich dann immer so denke, ach Leute, gut, vielleicht habe ich irgendwann auch mal ein SE, kann ja sein, aber ich denke mal, wenn ich ein SE hole, dann muss es auch aktuell sein. Also dann hole ich mir kein 20, dann würde ich mir mal in dem Jahr eins holen, wenn es rauskommt, sage ich jetzt mal. Oder es ist ein Spitzenpreis, wie gesagt, aber 400-500 € ist auch schon ein stolzer Preis. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Aber gut, wollen wir nicht über diese SE-Sache. Ich meine, jeder muss ja letztendlich wissen, was er tut, und jeder hat ja auch andere Prioritäten und kann ja bloß von mir reden. Und wie gesagt, vielleicht ist es ja auch alles anders. Vielleicht habe ich in 2 Jahren ein SE und sage das Gegenteil. Ne? Es ist ja auch immer, man sagt ja vieles auch immer aus der jetzigen Situation. Und die kann sich natürlich blitzschnell ändern. Ne? Also, ja. Naja, aber wie gesagt, muss jeder selber wissen. Ich bin sowieso mal der Meinung, es muss man endlich mal ein Handy geben, was sich jeder leisten kann. Also ich finde diese ganze 400-500 € Grenze da, ich weiß nicht, für 400-500 € so ein Handy kaufen, das ist immer, ich weiß nicht, ich finde das immer so überteuert. Ja? Selbst so ein SE ist überteuert. Ja. Ich meine, man muss mal überlegen, 500, 400 €, 500 €, wenn man einen größeren Speicherplatz haben muss, gibt es ja auch beim SE nicht alle Speichergrößen, das muss man ja auch wieder sagen. Also das ist immer alles so, keine Ahnung. Ich wäre mal endlich für ein Handy, weiß ich nicht, für 200 € oder so, 100 €, 200 €, was sich jeder leisten kann und was auch wirklich alles kann. Ja. Gerade für uns Blinde. Ich meine, warum müssen wir immer diesen teuren Schwachsinn holen? Ja? Das ist ja, was ich euch immer wieder gesagt habe. Mein größter Wunsch wäre es auch einfach mal wieder was zu holen, was mir gut in den Alltag hilft und was auch günstig ist. Ja, ja, wie meine Sprechuhr. Ich meine, gut, die hat auch wieder ein paar Nachteile, dass sie halt bei einigen Sachen nicht spricht. Also bei der Weckzeit selber kann ich einstellen, aber Weckzeit ein, da spricht sie halt nicht. Gut, aber für 18 € sage ich mal, nehme ich das in Kauf und sage, okay, habe ich halt für 18 € eine Uhr. Die funktioniert ja auch. Ne? Also, aber da kommen wir halt wieder zu diesen Einschränkungen. Ja, sobald was etwas günstiger ist, ach, lassen wir mal das weg. Ne? Das verstehe ich immer nicht. Warum gibt es nicht irgendwas, was wirklich für alle verfügbar ist, was halt das kleine Feature noch hat, dass ein Blinder das benutzen kann oder ein Behinderter, egal jetzt. Ja, und ja, warum kann man sich nicht mal als Blinder ein Handy für 50 € kaufen? Ja, also warum gibt es sowas nicht? Ja, ich meine, wenn man ja überlegt, sogar so ein Blindshell ist ja schon viel zu teuer letztendlich. Also das Blindshell Classic, ich weiß, oder das Classic 2 gibt es ja auch schon, aber das ist ja alles. Ist ja Wahnsinn letztendlich, ja. Und ich meine, es gibt ja auch nicht überall Blindengeld, ja. Wenn die Leute wieder kommen und sagen, ja, dafür bekommen die Blinden doch ihr Blindengeld, ja. Aber es gibt erstens nicht überall Blindengeld und zweitens ist das Blindengeld. Also ich würde lieber Hilfsmittel kriegen statt Blindengeld. Was nützt mir das Blindengeld, wenn ich das Blindengeld selber letztendlich wieder für teure Hilfsmittel ausgeben muss? Da wäre es doch besser, ich kriege das Geld ganz normal wie alle anderen auch. Kriege aber alle Hilfsmittel irgendwie vom Staat oder so. Ne? Das wäre doch viel, viel notwendiger eigentlich als das Blindengeld selber. Ja. Gut, andererseits kannst du von dem Blindengeld natürlich auch leben, ne? Letztendlich, wenn du jetzt nicht viel Hilfsmittel brauchst und du eher. Das Schlafpflaster ist 972 bei 628 Euro. Aber gut, diese Blindengelddiskussion, da gibt es ja auch immer verschiedene Ansichten. Ne? Ich finde es immer nur geil, wenn so manche Blinde sagen, dafür hast du ja dein Blindengeld. Ja, genauso wie ja,
wenn man sagt, Taxi und so ist teuer oder man kann sich das nicht so leisten und dann könnte gleich der Spruch kommen, ja, dazu gibt es doch dein Blindengeld. Also denke, ja, ja. Lustigerweise sagen das Blinde. Ja, also ich meine, ich würde es verstehen, wenn so ein Sehender sagen würde, naja, wieso, du kriegst doch mehr Geld als ich, du hast doch dein Blindengeld. Das kann man ja noch irgendwo nachvollziehen, aber dass die Blinden sich so gegenseitig mit diesem Blindengeld immer foppen, ne? Immer dieses, ne, wieso gibt es ein Blindengeld? Wo ich so denke, ey, wir sind doch da, um uns gegenseitig letztendlich zu unterstützen eigentlich und nicht, um einen anderen Menschen zu sagen, wie er sein Blindengeld ausgeben soll, ne? Weil jeder hat ja auch andere Prioritäten. Ja? Der eine kauft sich ein teures Smartphone, der andere braucht vielleicht ein spezielles Keyboard mit irgendwelchen Hilfsmitteln, sofern es das gibt. Ein anderer holt sich für die Küche irgendwas richtig Gutes. Ja, vielleicht holt sich einen Herd, den er bedienen kann und so. Oder irgendwas. Also jeder hat ja seine eigene Priorität und das muss man einfach berücksichtigen auch. Ne? Ja. Deswegen, also ich wollte jetzt auch nicht die Leute kritisieren, die sich ein SE holen. Ja, um Gottes Willen, das ist ja ein gutes iPhone. Ich finde es bloß immer komisch, dass die Blinden-Szene immer so, also wenn da einer was holt, dann holen es alle. Das ist irgendwie so, das war ja auch bei dem Alexa-Hype so ähnlich. Ich meine, ich habe ja auch eine Alexa zu stehen. Aber ich finde, eine reicht, ja. Da holen sich die Leute dann 3 oder 4 von diesen Dingern und dann Alexa im Schlafzimmer, Alexa im Wohnzimmer, Alexa in der Küche. Wo ich dann so denke, Mann, dann brauchst du wieder das größere Amazon-Abo. Ja, das kostet dann 7 Euro noch was oder ich weiß nicht, wie es jetzt kostet. Oder wenn du jetzt irgendwie das HiFi-Abo haben willst, dann zahlst du halt noch mehr. So, ich habe ja nur das Kleine für 3 Euro noch was. Reicht mir, ja. Ich meine, ich kann doch mein Echo Dot mit sämtlichen Bluetooth-Boxen koppeln. Ja, wieso soll ich mir denn da 3 oder 4 Alexas holen? Also das ist, zumal das alles teilweise Mono-Lautsprecher sind. Gut, man kann die koppeln, das ist auch richtig, mit Gruppen und was ich was alles und zusammenschalten und in jedem Zimmer Musik. Ja gut, das lohnt sich, wenn du eine große Wohnung hast. Ich meine, wenn ich eine 5-Zimmer-Wohnung habe, okay, dann sehe ich das ja noch ein. Ja, aber was brauche ich denn im Bad eine Alexa? Ja, und wenn mal das Internet wegfällt, stehst du da und kannst keine Musik hören oder so. Also das finde ich einfach ein bisschen unüberlegt von vielen, ja. Also, und so habe ich mein Handy, großen Speicherplatz, habe irgendwo noch ein bisschen Musik drauf. Das heißt, wenn das Internet wirklich ausfallen sollte, kann ich immer noch auf meinen Handyspeicher oder auf meine Festplatte zurückgreifen und habe dann doch noch irgendwie Musik. Und das ist irgendwie... Ich finde, man muss einfach mehrgleisig fahren und wenn man sich mit diesem ganzen Internet so vollballert, so von wegen 5 Alexen in der Wohnung und vielleicht noch ein Google-Assistent und ja, dann ist irgendwann das Internet mal weg und dann stehst du da. Ja, was nun, ne? Nichts mehr mit deinem Smart Home. Na, das ist, gut, vieles funktioniert ja vielleicht noch über Bluetooth, aber trotzdem, ich finde das einfach übertrieben. Also gerade bei den Blinden, die dann wirklich überall eine Alexa haben und schon aufpassen müssen, wenn sie das Wort sagen. Ja, ich finde das dann immer so, wenn dann schon die App, wenn dann schon auch, also es ist ja auch bei den Sehenden so, das hat nichts mit Blind zu tun, wenn dann schon der im Video gesagt wird, ja, wir müssen aufpassen, ich darf das Wort nicht sagen. Und ich denke dann so, ach Leute, ey, das ist ja schon krank. Also, so schön so ein Smart Speaker auch ist, aber ich weiß nicht, es ist irgendwo übertrieben alles. Ich meine, Alexa Licht aus, Alexa Licht an. Ich meine, was soll ich noch alles per Sprache steuern? Ich meine, dann mache ich ja irgendwann gar nichts mehr. Dann sitze ich nur noch irgendwann in so einem Sessel und sage nur noch, Alexa macht dies, Alexa macht das. Das kann es ja auch nicht sein, ne? Effektives Nutzen, das sage ich immer, ne? Also man muss, finde ich, etwas nutzen für seinen eigenen Gebrauch. Und ich bin einfach ein Mensch, der nutzt, ich meine, ich bin ehrlich, ich nutze die Alexa gar nicht mehr so oft, weil mir das auf den Keks geht. Ständig, wenn ich dann irgendwas sage, wird das Falsche abgespielt oder ich muss dann irgendwie den genauen Sprachbefehl so wiedergeben, dass Alexa das auch wirklich macht. Das nervt mich. Da gehe ich lieber in Apple Music rein, suche die Funktion oder suche den Titel raus oder suche das Album raus, kann zusätzlich noch durch die Alben switchen.
erfahre zusätzlich auch noch, wann ist das Album rausgekommen und kann sogar noch entscheiden, welchen Titel ich hören will. Ja. Und das per Hand. Ja, das dauert natürlich etwas länger, als wenn man jetzt sagt, Alexa, spiel, weiß ich was. Aber letztendlich ist es doch effektiver, weil ich doch noch eine Entscheidungsmöglichkeit habe. Bei Alexa, ich meine, wenn ich sage, spiel das und das und die spielt dann was völlig anderes, da ist das schon mal, ne, ist das schon mal bescheuert. Also ich weiß nicht, ich finde so eine Alexa ganz nützlich, aber ich nutze eigentlich Apple Music viel öfter. Da muss ich auch sagen, dank an David nochmal. Ja, ich weiß, so oft hörst du meinen Podcast nicht, aber trotzdem, wenn du ihn öfter hören würdest, dann könntest du auch hören, dass ich öfter mal auch Danke sage. Ja, er hat es mir noch nie vorgeworfen. Nee, das meine ich jetzt nicht. Aber ja, durch David kann ich ja Apple Music quasi umsonst benutzen und weil er so ein Familienabo hat und das finde ich wirklich, wer macht das schon? Und das, da habe ich wirklich, ja, finde ich wirklich toll. Also vielen Dank, David, auf jeden Fall. Ja, die Möglichkeit hat ja nicht jeder und ich weiß das auf jeden Fall zu schätzen. Ich kann leider nicht was entgegensetzen, also weil ich es geldlich einfach nicht kann. Aber naja, vielleicht kann ich dir ja irgendwann auch mal einen Gefallen tun, irgendwas machen oder irgendwas tun, wo du was dir irgendwie nutzt. Muss ja nichts mit Geld zu tun haben momentan. Aber naja, vielleicht gibt es da ja irgendwas mal. Also, na, wo du mal sagst, ey, cool, da, oder so, ne, dass du das gemacht hast oder so, dann, dass man sich da irgendwie auch entgegenkommt. Ne. Aber auf jeden Fall ist das wirklich auch auf Arbeit. Ich finde es einfach geil, Apple Music zu benutzen. Und gut. Nun habe ich ja auch ein iPhone. Andere haben Android und benutzen dann halt eher Spotify. Ne? Aber so ist das einfach. Ne? Jeder hat so seins. So, jetzt muss ich aber die Aufnahme leider beenden, denn sonst kommt wieder die nette Aufforderung, dass die Datei zu groß ist. Ja, das war also Podcast von Sven Heinreich, Folge 266 mit ein bisschen Kritik, wobei die Kritik nicht als Kritik gemeint ist, sondern einfach nur meine persönliche Auffassung. Die kann natürlich auch vollkommen daneben liegen. Vieles ist ja auch nur aus meiner Situation, ne? Und von daher fühlt euch nicht angegriffen oder so, sondern das sind einfach nur Feststellungen, die natürlich ganz anders sein können, wenn ich irgendwann mal selber in die Situation komme und vielleicht selber ein SE in der Hand habe, ne? Also das möchte ich einfach mal dazu sagen. Ich möchte hier niemanden irgendwie angreifen oder niemanden sagen, ey, na, auch ich finde das SE gut. Ja. Nur mich nervt halt dieses, wenn es alle machen. Also dieses, na, und das ist gerade unter den Blinden. Gut, es gab einige, die haben sich dann iPhone 7 oder iPhone 8 geholt, aber ja, viele haben sich ja das SE geholt und benutzen heute noch das SE 2016, wo ich mir dann sage, oh Gott. Also, das muss ja so langsam sein. Ja, ich meine, ich merke es ja schon beim iPhone 6. Ja, also das, was ich noch habe. Gut, das kann man ja nicht mehr updaten. Im Gegensatz zum iPhone SE 2016, das kann man wohl auch noch mit iOS 15, glaube ich. Genau weiß ich das nicht. Aber ich glaube, dass das sogar noch iOS 15 kriegt. Ich bin mir aber da nicht sicher. Ich glaube aber ja. Und ja, wie gesagt, das war es jetzt aber auch. Und wie gesagt, jeder soll glücklich sein mit seinem Handy. Ich bin einfach immer noch der Meinung, reich mir ein Handy, was 200 € kostet, mit einigen Funktionen, ein paar Tasten auch dran, dass man wieder mit Tasten arbeiten kann, gute Internetverbindung und alles, schnelles Laden. Ja, und schon bin ich dabei und würde das iPhone zur Seite legen. In diesem Sinne, hehe. Ciao, ciao.